Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wer am Imkern interessiert ist oder mit Imkern begonnen hat bereits, kann sich gerne mein Buch Einfach Imkern mit der Bienenfarmer-Methode zulegen. Hier wird alles ganz genau beschrieben. Das Buch hat einen Umfang von 172 Seiten. Ja, genau. Hier wird alles ganz genau beschrieben, was erforderlich ist. Von den gesetzlichen Anforderungen, von Behandlungsmöglichkeiten, Behandlungspflicht etc., Anmeldung von Bienenvölkern, wie man sie sich zulegt. Alles, was ein Beginner beim Imkern oder aber jemand, der selbst noch nie einen Kurs gemacht hat, wissen muss. Wer schon einige Zeit imkert und seine Imkerei auf eine Erfolgsspur bringen möchte, dem empfehle ich mein zweites Buch, Der Erfolgsimker. Hier gehe ich ganz genau auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten ein. Auch die Oxalsäure-Sublimation wird hier mit vielen Tabellen über viele Jahre, die Erfahrung wird hier präsentiert. Beide Bücher bekommt man im imkerzentrum-eimeldingen.de. Ich mache hier einen Link rein und schreibe es auch in die Videobeschreibung. Aber jetzt zum Videoinhalt, zum eigentlichen Videoinhalt, jetzt. Und schon wieder verlässt mich ein Ableger. Ach Leute, ein Ableger, der weggeht, ist für mich ein verlorener Ableger. Ich gebe nicht gern Bienen her. Aber versprochen ist versprochen. Da muss ich halt. Und zwar geht es um diesen Ableger, der ist erst jetzt vor kurzem gebildet worden und hat eine neue Königin, die ist auch gezeichnet. Weiß gar nicht, was sie gemacht hat, aber das schaue ich mit euch rein. Der neue Besitzer hat mir seine Beute mitgegeben, ein Einsager mit ein paar Rähmchen drin und deswegen muss ich jetzt erstmal den Platz hier frei machen. Und das hier hinstellen, so dass die Bienen hier reinfliegen können. Wir haben zwar ein neues Ansichtsbild, aber das kriegen die hin. Auf unseren Rähmchen hat er hier drin. Da ist noch die Vorkönigin mit drin. Die Ablebige. Was er gemacht hat, hier weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber naja. Ich hoffe ja, dass meinem Ablegerchen besser geht. Ich hoffe. Dazu muss ich erstmal hier nachschauen. Ja, das sieht gut aus. Ah, da ist. Ja, ja, okay, ich habe es versprochen. Ah, jetzt brauche ich einen Stockmeißel. Ein bisschen Rauch kann auch nie schaden an den Bienen. So. Ah, macht mich traurig. Macht mich traurig. Schöne Pollenwabe. Was hält denn überhaupt? So wäre besser, ne? Ja, ja. Das ist die alte Drohnenwabe. Brauchen wir jetzt hier nicht.
voller Essen. Aber er hat auf den Rähmchen, die er mitgebracht hat, genug Essen drauf. Hier, da ist offenes Essen und geschlossenes. Auf der anderen Seite auch, also das ist ausreichend. Ist auch Essen. Schöne Brutfläche, Rundmagen, auch kleinste Magen. Auch Stifte kann ich keine sehen. Oh, die Bienen mal hier rein. Ja, die Königin ist richtig gut. Auch schöne Brutfläche. Die Brut, die hängen wir mal mit dazu rein. Ach, da sehe ich jetzt die Königin. Habe ich ja eben gar nicht gesehen. Hier ist die Königin, da läuft sie. So. Na komm, dann machen wir die Brut hier auch noch mit rein. Das volle Bruträmchen. Noch ein paar Bienen. Die kommt auch noch dazu. Auch. Noch ein paar Bienen. So. Gut. Jetzt muss er nur ein bisschen vorsichtig transportieren. Dass die Bienen, dass die Rähmchen nicht schlagern. Dann ist in die Mitte. Weil da hat das Flugloch genau in der Mitte. So, da ist die Brutwabe am Flugloch. Oh, jetzt so. Jetzt fehlen noch zwei Rähmchen, die muss er halt mitbringen. Leute, es ist nicht einfach. Es ist wie wenn man sein Kind weggibt. Aber wie gesagt, versprochen ist versprochen. Und das wird nicht gebrochen.
So, wenn euch das kleine Video gefallen hat, würde es mich auch wieder freuen. Dann sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Bienenvideo.